In dieser Lektion wollen wir die Buchstaben mal nicht selber zeichnen, sondern sie sind bereits vorhanden. Wir wollen sie einfach nur wiederverwenden. Wir haben ja bisher schon die Gruppen kennengelernt. Ja, mit Gruppen kann man theoretisch Elemente zusammenfassen zu einem Element, also quasi ein Element, kannst du mit einmal ansprechen. Das ist dann interessant, wenn Sie zum Beispiel so komplexe Elemente haben, wie zum Beispiel, das zeige ich hier mal, da haben wir schon mal so ein Beispiel gehabt. Dazu gehe ich mal zu kurz hier in die letzte Lektion. Da gab es ein schönes Übungsbeispiel. Also hier müssen wir hin zu drittens. Vielleicht hat schon ein oder andere gemacht. Hier diese Übung. Ja, diesen Grundriss, und da haben wir so Elemente drin, die würde man normalerweise zusammenfassen. Zum Beispiel hier dieses WC oder hier diese Dusche, die könnte man gruppieren, um halt solche Symbole möglichst mit einmal dann anfassen zu können. Dass sie einfach nie aus zwei Elementen bestehen oder vier oder zehn oder 100, sondern dass sie quasi daran ein Element. Das ist der Sinn des Gruppierens. Der nächste Punkt, der hier auffällt, ist zum Beispiel solche Symbole wie so ein WC, wie ein Waschbecken, wie eine Tür oder so. Das wiederholt sich normalerweise immer wieder. Ja, nehmen wir an, Sie haben jetzt hier ein Haus mit mehreren Bädern, und da haben Sie natürlich keinen Bock, in jedem Bad jedes Mal ein neues WC da einzuzeichnen. Was würden Sie machen? Sie würden es zumindest kopieren. Wenn Sie einmal schon mal eins haben, dann kopieren Sie sich einfach von woanders her und arbeiten halt dann mit einer Kopie. Und das Ganze, dieses Gruppieren und das Kopieren, fassen im Prinzip Blöcke zusammen. Ja, wenn Sie beides machen wollen, nehmen wir an, Sie haben eine Fassade von einem Hotelkomplex. Ist ein Hochhaus, da haben Sie meinetwegen mindestens 100 Fenster. Ja, jetzt könnte man natürlich ein Fenster zeichnen, das Ganze dann kopieren, aber was passiert, wenn jetzt der Kunde kommt und sagt, ich möchte jetzt doch eine Sprosse mehr drin haben? Würde bedeuten, Sie müssen jetzt ein Fenster ändern, also schlimmstenfalls würden Sie alle 100 Fenster ändern. Das ist natürlich am Computer nicht notwendig. Ja, mit der Hand müssen Sie es machen, am Computer müssen Sie es nicht machen. Dort können Sie sagen, okay, ich ändere ein Fenster und kopiere es dann halt nochmal, 100 Mal oder so. Aber nehmen wir an, der Kopiervorgang ist auch relativ komplex. Ja, die sind ja einfach so irgendwie rasterartig angeordnet, sondern irgendwie ganz wild verteilt. Ja, dann ist natürlich immer noch ein großer Aufwand. Und hier kommen jetzt Blöcke ins Spiel. Also mit Blöcken können Sie, wie gesagt, das mehrfach verwenden und das Zusammenfügen von verschiedenen Elementen zu einem Element kombinieren. Und schauen wir uns das mal an. Das habe ich schon mal vorbereitet hier. Hier können wir mal so Blöcke verwenden. Das heißt, wir wollen jetzt hier diesen Text Hallo nicht selber schreiben, indem wir diese Buchstaben erzeugen, jeden einzelnen malen, sondern wir verwenden hier schon bereits vorgefertigte Blöcke. Das heißt, wenn ich den Buchstaben H jetzt hier zeichnen will, wechsle ich jetzt hier auf den Layer H, gehe dann hier auf Einfügen und finde jetzt hier meine bereits vorgefertigten Blöcke. Zum Beispiel hier das H. Das Einfügen haben Sie hier und dann können Sie hier das erweitern. Und jetzt habe ich das H hier am Fadenkreuz und muss bloß noch sagen, wo das hinkommen soll. Und die Koordinaten von dem Punkt wären welche? Wer sieht's? Genau, also geben Sie einfach ein in der Befehlszeile absolut 50,50 und schon haben Sie das H erzeugt. Das heißt, mit dieser Methode können Sie dann wesentlich schneller Text erzeugen, als wenn Sie das jedes Mal einzeln zeichnen müssten. Das können wir jetzt weiter fortführen. Wir machen mit dem A weiter. Ich gehe also wieder auf Start, wähle jetzt hier den Layer A aus für den Buchstaben A. Gehe dann wieder auf Einfügen, habe jetzt hier mein A am Fadenkreuz. Jetzt kann ich ja meinen Rasterfang aktivieren und genau um eine Rastereinheit weiter neben den H das absetzen. Ich wechsle auf den Layer L, gehe dann auf Einfügen und füge jetzt in den Buchstaben L ein. Wieder eine Rastereinheit neben dem A. Markiere jetzt das L, klicke das L an, gehe auf Kopieren hier unten und mache noch eine Kopie davon daneben. Und zum Schluss wechsle ich jetzt noch den Layer auf O. Ups, das war die Farbe. Hier auf den Namen klicken, gehe auf Einfügen und hole mir noch das O rein. Über den Rasterfang kann ich das sehr genau positionieren und habe jetzt hier so einen Text erzeugt. Und rein theoretisch, wenn Sie jetzt noch mehr Buchstaben hätten, hätten Sie dann auch eine größere Variabilität, um halt hier verschiedene Texte zu erzeugen. Wie gesagt, das ist der Sinn und Zweck von solchen Blöcken. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich gebe noch ein bisschen Zeit, das noch fertig zu machen, danach schauen wir uns das nochmal an, was der weitere Vorteil ist. Mal weiter. Ein anderer Vorteil wäre, nehmen wir an, jemand möchte jetzt hier an dem Buchstaben L irgendwas ändern, mal exemplarisch. Wenn ich jetzt hier den Block bearbeiten will, ich meine, mir gefällt das L in dieser Form nicht, dann kann ich hier das auswählen, dann gehe ich mit der rechten Maustaste drauf, sage Bearbeiten, also im Blockeditor öffnen. Dann geht der Blockeditor auf. Jetzt kann ich hier das L
zum Beispiel verändern. Ich kann zum Beispiel jetzt hier einen Bogen draus machen. So, mach den Rasterfang mal aus. So. Ja. Und gehe jetzt wieder auf Block Editor schließen. Jetzt muss ich quasi die Veränderung abschließen. Jetzt fragt er mich, möchte ich speichern? Sage ich ja. Und Sie sehen, jedes dieser Referenzen von diesem Block werden dann entsprechend mitgeändert. Das meinte ich vorhin mit den Fenstern. Ja, wenn Sie quasi die Fenster als Block erzeugen und Sie tun sie meinetwegen einmal erstellen und dann tun Sie es 100 Mal verwenden. Also Sie haben es noch einmal da, Sie müssen es dann auch noch einmal ändern. Ja, das wäre der große Vorteil, wenn Sie mit Blöcken arbeiten. Wie kommen Sie zurück? Ich gehe noch mal kurz hier rein, damit ich zurückgehen kann. Also erstmal hier anklicken, dann rechte Maustaste, Block Editor und hier können Sie das Ganze dann wieder verlassen. Also wenn Sie wieder eine Linie draus machen, können Sie, wenn ich immer hier drin bin, kann ich wieder rückgängig machen. Sage ich in Linie konvertieren und Änderung speichern und jetzt habe ich es wieder ganz normal. Das ist halt der Sinn und Zweck von solchen Blöcken. Im Übrigen, wenn wir jetzt einmal hier drin sind, können wir noch mal uns, es werden auch Blöcke mitgeliefert von Autodesk selber, von dem Hersteller, zu AutoCAD. Und dazu werde ich mal das Limiten hier deaktivieren. Ich gebe in die Befehlszeile Limit ein. Limiten und schalte das mal aus. Gehe hier auf Aus. Und jetzt gehe ich auf Ansicht und mache mal hier die Werkzeugpalette an. Und hier finden Sie unter anderem auch Blöcke. Zum Beispiel haben Sie hier, was ist ganz witzig, hier die Toilette finde ich ganz lustig. Die ist natürlich jetzt riesig groß, weil jetzt unter Ansicht Werkzeugpaletten. Ja. Und da finden Sie jetzt hier unter Architektur, finden Sie jetzt hier einige Blöcke, die jetzt für die Architektur mitkommen. Zum Beispiel hier so ein Klo. Und jetzt kann ich das hier anklicken. Das sind dynamische Blöcke. Das erkennen Sie an diesem Symbol hier, an diesem gelben Dings da. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Und Sie können jetzt hier zum Beispiel die Darstellung ändern. Zum Beispiel hier eine Vorderansicht mit Zugkette. Sie können hier entscheiden, ob die links oder rechts sein soll. Ich meine, solche Klos hatten Sie in meiner Kindheit. Ja. Sind ziemlich hinterher. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt. Aber okay. Und was auch ganz witzig ist, was Sie viele toll finden, sind hier diese Fahrzeuge. Können Sie auch hier einen reinziehen und hier läuft eigentlich die Aufnahme noch? Nee, doch läuft. Ja, okay, lass mal mitlaufen. Hier können Sie auch die Darstellung ändern, zum Beispiel hier Sportwagen in der Vorderansicht und so weiter. Sie finden das unter Ansicht hier Werkzeugpalette. Und dann müssen Sie umschalten auf Architektur. Sie finden hier noch weitere Blöcke zu anderen. Hier. Ja, ich habe jetzt mal irgendwas hier verwendet, nur um Ihnen zu zeigen, es werden im Prinzip auch Blöcke mitgeliefert vom AutoCAD-Hersteller selber. Wobei man muss dazu sagen, das ist nur exemplarisch. Wenn Sie jetzt wirklich extrem viele Blöcke benötigen würden, für zum Beispiel für das Bauwesen, dann müssen Sie entweder zukaufen. Ja, oder Sie müssen dann im Prinzip die entsprechende Applikation verwenden. Ne? AutoCAD selber ist fürs Bauwesen nicht gedacht. Das ist einfach ein allgemeines CAD-Programm, genauso wie SketchUp oder Vectorworks. Sie können allerdings AutoCAD Architecture kaufen für den Hochbau und da haben Sie natürlich dann sehr, sehr viele solche vorgefertigten Elemente schon drin. Ja? Die sind ja nur einfach mal so exemplarisch. Man kann es natürlich trotzdem verwenden, aber ansonsten gibt es allerdings aber auch viele Webseiten, wo Sie auch zum Teil kostenlos solche vorgefertigten Blöcke quasi runterladen können oder so, um halt nicht immer alles neu zu zeichnen. Bitte? Die Fahrzeuge.